Jo, moin moin. Besten Dank fürs Reinschalten, besten Dank fürs Zuhören. Ich hatte ja schon gesagt, dass der dritte Welle Feminismus meiner Meinung nach dabei ist, sich zu vaporisieren. Und auch gestern die Jungs im Gamergate-Stream haben im Prinzip den intersektionalen Feminismus als ad acta gelegt erklärt, weil ja, dass sich das nicht mehr halten lässt sozusagen. Die bösen Unter- oder die armen Unterprivilegierten haben da eben die privilegierten Weißen sozusagen dann doch auch rassistisch attackieren können. Insofern ist das eben widersinnig sozusagen, man hat das endlich erkennen müssen oder muss das eigentlich erkennen. Arbeitet aber eben dagegen. Öffentlichkeitsarbeit funktioniert ja eben so, dass man davon ausgeht, dass die Leute alle keine Ahnung und keinen Durchblick haben. Dementsprechend wird einfach versucht zu behaupten, dass wir eben so eine Kultur hätten bei uns und dass die da nur gut reinpassen würden, solche Leute. Möglicherweise ist da was dran, da komme ich am Ende nochmal zu. Der Vergleich mit dem Oktoberfest war auf jeden Fall nicht richtig. Wer sich da dranhängt an dieses Thema, ja fast schon aus Tradition, ist die SPD. Und da heißt es im Spiegel am Wochenende, dass die SPD das Jahr der Frauen ausrufen will, jetzt für 2016 sozusagen nochmal eben schnell, und da unter anderem sexistische Werbung verbieten will. Dazu kommt, dass die Lohnlücke geschlossen werden soll. Also das ist so derart naiv, diese Aussage, ja. Das kann nur Propaganda-Öffentlichkeitsarbeit sein. Das kommt direkt aus dem Propagandaministerium, würde ich sagen. Mit Hilfe des Verbots geschlechterdiskriminierender Werbung und andermaßen wollen die Sozialdemokraten für mehr Respekt im Alltag und ein modernes Geschlechterbild sorgen. Diese Verbote, ne? Was ist denn mit den Leuten, die was gegen Verbote haben? Ne? Hat man da auch Respekt vor oder wie ist das dann? Ja, oder respektiert man das nicht so richtig? Ne? Weil mir geht das nämlich ein bisschen auf den Senkel. Ich brauche das nicht unbedingt. Respekt im Alltag heißt vor allen Dingen, dass man auch respektiert, dass der andere eine andere Meinung haben darf. Ne? Natürlich nicht irgendwelche Übergriffe in Köln, das meine ich da natürlich nicht, ist schon klar. Ja, und sie wollen für ein modernes Geschlechterbild sorgen. Täter, jetzt macht die SPD seit 30 Jahren. Das geht aus einer Beschlussvorlage für die Klausur des SPD-Parteivorstands hervor. Ja, und da habe ich mal nachgesucht, wo das denn wohl ist. Ja, ich meine, dieser Begriff hier, ja, der Frauen ist ja auch noch Dings in Gänsefüßchen. Das heißt, den müssen wir ja eigentlich irgendwie finden. Findet man aber nicht, ne? Nur diese Nachricht darüber, dass das irgendwie da drin steht, in dieser Klausurvorlage des Vorstands. Was man findet, ist eine Beschlussvorlage von einer Fraktion, die wahrscheinlich an den Vorstand gegangen ist. Da steht das aber nicht drin. Hier heißt es nämlich zum Beispiel, wir setzen zudem auch auf umfassende Prävention. In der Haushaltsberatung 16 konnte die SPD eine Aufstockung der Mittel des Ministeriums mit den vielen Buchstaben für Frauen und dieses Programms Demokratie leben 10 Millionen Euro erreichen. Auf insgesamt 50,5 Millionen. Also. Und dieses Programm Demokratie leben, da erinnere ich mich noch ganz gut dran. Das habe ich nämlich gefunden. Ein Werbevideo dafür auf dem YouTube-Kanal des Frauenministeriums des BMFSFJ. Und da waren die Kommentare gesperrt. Das ist immer das Gegenteil von Demokratie leben. Aber das nur mal so nebenbei. Mit diesem Programm fördert man dann eben kommunale, regionale, überregionale Projekte. Demokratieförderung, Extremismusprävention. Langfristig will man das Projekt auch mit dem Doppelten, nämlich 100 statt 50 Millionen, aufstocken. Ja, ich weiß nicht genau, ob das zielführend ist. Und das weiß die SPD, glaube ich, auch nicht genau. Sie machen solche Dinge aber eben trotzdem. Auch das Programm Zusammenhalt durch Teilhabe gegen Rechtsextremismus wurde um 6 Millionen auf das Doppelte aufgestockt, also 12 Millionen. So wird da die Kohle eben verprasst. Man braucht nur den entsprechenden Anlass. Ja, Präventionsarbeit muss natürlich bezahlt werden. Hier erneut die Hervorhebung dieses komischen Programms. Ja, und der Rest ist im Prinzip innere Sicherheit, ne? Terrorismus, organisierte Kriminalität, am Ende nochmal ein bisschen Aufklärung über religiösen Fanatismus und so weiter. Polizeipräsenz soll allgemein erhöht werden. Ganz am Ende geht man eben nochmal darauf ein, was man ganz grundsätzlich will, und das ist nämlich öffentliche Sicherheit, ne? Wir werden das Thema öffentliche Sicherheit in nächster Zeit auf allen Ebenen zu einem Schwerpunkt unserer Arbeit machen und in enger Abstimmung mit den Bundesländern gezielte Maßnahmen für mehr Sicherheit in Bundesländern, Kommunen und Europa sorgen. So, da liest sich gar nichts von Ja der Frauen. Ich habe auch geguckt, die Leute reagieren. Die allermeisten reagieren verdammt negativ darauf. Hintergrund der Pläne ist nach Angaben der SPD die Diskussion um das Geschlechterverhältnis in unserer Gesellschaft nach den Übergriffen auf Frauen in der Kölner Silvesternacht, ja. Und das ist eben in unserer Gesellschaft, das ist aber nicht in unserer Gesellschaft das Problem, das ist bei deren Gesellschaft das ein Problem. Das haben sie mitgebracht. In dem Papier wird hervorgehoben, dass es sexuelle Gewalt nicht nur von Ausländern gäbe und womit dann abgelenkt wird von den eigentlichen Taten, ne? Also es ist Rape Apology, es ist Entschuldigerei, ne? Sondern in allen Teilen unserer Gesellschaft und unter Deutschen. Ja, genau. Und bei den Regensburger Domspatzen auch. Aber das waren alles Jungen, das interessiert aber keinen, ne? 2016 wird in dem Papier zum Jahr für die Frauen erklärt, um deren Rechte, ja, für die Frauen, meine Güte, um deren Rechte zu stärken. Die SPD unter anderem mit einem Lohngerechtigkeitsgesetz die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen schließen. Das werden sie wohl kaum schaffen, die SPD. Also, wen wollen die das erzählen? Wer soll das glauben, SPD? Für wie blöd haltet ihr uns? Vor allem natürlich bei sozialen Berufen und so weiter. Die bringen zwar kein Geld ein, aber die müssen unbedingt teuer werden.
Ne? Nachteile bei der Rente existieren überhaupt nicht. Außerdem soll ein Familienarbeitszeitgesetz, Familienarbeitsgesetz, was ist das denn? Zu uns vorschreiben, wer wann wie viel zu spülen hat oder was soll das heißen hier? Und dann verweist die SPD noch auf die geplante Verschärfung des Sexualstrafrechts. Und da hat man das einmal gar nichts mit dem anderen zu tun. Ja, da komme ich dann dazu. So, hier steht auch, dass sie sich am Sonntag und Montag treffen und das dann entscheiden, ob sie das so veröffentlichen wollen. Und wie gesagt, ich würde nicht unbedingt dazu raten, wenn ich jetzt Berater wäre von der SPD. Denn hier ist zu lesen, dass die Leute da alle im Prinzip keinen Bock drauf haben. Ne? Der letzte Versuch, der eins an der ersten Stelle des zweistelligen Wahlergebnisses zu entkommen. Ich darf aber Zweifel anmelden, ob das mit diesem Thema gelingen wird. Ja, sehe ich genauso. Tolle SPD, das bringt euch bei der nächsten Wahl bestimmt die absolute Mehrheit. Wird auch hier gemeckert. Genau das, was ich auch dachte, als ich das gelesen habe. Die SPD vaporisiert sich mit dem dritte Welle Feminismus gemeinsam. Und dann stehen wir am Ende mit der blöden CDU alleine da. Na, Tetere. Und mit der AfD. Spitze. Ich freue mich auf die Wahlplakate, um geschlechterdiskriminierende Werbung zu vermeiden, darf kein Mensch mehr drauf abgebildet sein. So, dann gibt's in Zukunft also nur noch technische Werbung und Menschen nach Möglichkeit als neutrum dargestellt. Wow, da freue ich mich schon drauf. Grau, gleich und völlig emotionsfrei. Allah wird das freuen. Und so weiter, ne? Sexistische Werbung verbieten, okay, wer soll denn da definieren, wo die Grenze ist? Ja, irgendwelche Richter natürlich, die Armen, die wollen das aber gar nicht. Das Jahr der Frauen, wie sexistisch, auch noch eine gute Anmerkung. Ich finde die Idee super, keine Männer mehr, die als total besteuert im Haushalt oder als rein triebgesteuert dargestellt werden. Schön wär's. Das wird sicher nicht so wichtig genommen. Und wie viel einfacher ist es doch, Probleme zu bekämpfen, die gar keine sind, als sich den real existierenden Herausforderungen zu stellen, deren Lösungen die Bevölkerung von der Politik erwartet hätte. Wie richtig, ne? Also es gibt genügend Probleme mit Arbeitslosigkeit und so weiter, da kann man sich durchaus auch widmen. Die Sozis haben das größte Problem erkannt, Hammer. Das größte Problem wäre, die Wahl zu gewinnen und Verantwortung zu übernehmen, das gilt es zu verhindern. Sie halten es da lieber wie ihre verbeamteten Mitglieder. Und noch einer sagt, die peilen offenbar gar nichts. Die parteipolitische Gegenwartsopportunismus zeugt von nichts anderem, als dass die Partei nicht mehr in der Lage ist, die Realität der Gegenwart zu orten. Und so sieht's aus, ne? Hallo SPD, wenn das eure Prioritäten sind, braucht euch wirklich niemand mehr. Endlich keine halbnackten Männer mit Sixpack-Bauch in der Parfümwerbung mehr. Ja, kann man meinen, aber ich gehe mal davon aus, dass das nicht gemeint ist, sondern da mit dem... Ach, wer war das denn? Was ist das? Missy-Magazin, die sich auch so dagegen engagieren. Total Banane. Jetzt kommen wir mal dazu, ob das irgendwie denn auch wirklich vielleicht schlau ist überhaupt von der SPD, ja, da so auf die Frauen zu setzen. Denn man muss ja ganz klar sagen, dass in der SPD die Frauenquote nicht so gut funktioniert hat. Genauso wenig, wie sie eben auf Bundesebene gut funktioniert. Und zwar gibt es hier einen älteren Gastbeitrag von Klaus Funken. Und zwar berichtet er vor allen Dingen, dass vor 25 Jahren, also 88, die SPD eine verbindliche in den Parteistatuten verankerte Frauenquote beschlossen hat. Bei einem Frauenanteil von knapp 27% sollten nach einer Übergangszeit 40% aller Spitzenpositionen mit Genossinnen besetzt werden. Mit der Bevorzugung von weiblichen Mitgliedern bei der Besetzung der Führungsgremien in der Partei und bei der Aufstellung der Kandidatenlisten für die Parlamente in den Gemeinden, Ländern und im Bund sollte die Attraktivität erhöht und damit mehr Frauen zur SPD hingeführt werden. Diese Hoffnung der Parteiführung um Hans-Jochen Vogel ist allerdings gründlich enttäuscht worden. Kaum war die Quotenregelung installiert, verließen die Frauen in Scharen die Partei. Ja, das ist hier der Schreiberling. Nach 25 Jahren Frauenquote ist die Zahl der weiblichen Mitglieder um 35% gegenüber 1998 gesunken. Doch nicht nur deswegen fällt die Bilanz für die SPD bitter aus. Ja, die Zahl der Mitglieder ist aber insgesamt gesunken, sodass heute trotzdem der Anteil der weiblichen Mitglieder zugenommen hat. Prozentual. Die Frauenquote war in Münster auf 25 Jahre befristet worden. Aus gutem Grund, denn eine Verletzung verfassungsrechtlicher Grundsätze und die Beschränkung demokratischer Regeln, wie es bei einer Quotenregelung und so als Geschlechts der Fall ist, können nur als zeitlich befristetes Mittel zur Erhöhung des Mitgliederanteils legitimiert und gerechtfertigt werden. Das war allgemeiner Konsens in Münster 1988. Als der Fehlschlag der Quotenregelung sich abzeichnete, wurde dieser Konsens aufgekündigt. 2003 auf dem Parteitag in Bochum. In diesen Wochen, genauer gesagt am 30. August 2013, wäre die Frauenquote in der SPD vermutlich sang- und klanglos ausgelaufen. So war die Beschlusslage des Parteitags von Münster, damals im Jahr 88. Diejenigen, allen voran der Parteivorsitzende Hans-Jochen Vogel, der für die verbindliche Frauenquote, die Pflicht- oder Mussquote, wie sie auch genannt wurde, gekämpft und dafür gesorgt hatte, dass sie in Münster durchkam, waren sich einig, dass eine dauerhafte in den Parteistatuten verankerte Bevorzugung von weiblichen Mitgliedern eben eine Frauenquote juristisch keinen Bestand haben würde. Sie war auch politisch von niemand gewollt, auch nicht von den Antragstellerinnen, dem Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen. Sie sollte und konnte nur für eine Übergangszeit gelten, aus gutem Grund. Ja, das haben sie ja noch von einem Staatsrechtler sich bescheinigen lassen und so weiter. Und viele Frauen waren damals eben auch tatsächlich so drauf, dass sie gesagt haben, so eine Scheiße, das wollen wir gar nicht. Ja, die Quote wurde auf 25 Jahre begrenzt, damals in Münster. Und das änderte sich im Jahr 2003 auf dem Parteitag in Bochum. Die Hoffnung, die die Partei in die Frauenquote gesetzt hatte, nämlich mehr Frauen für die SPD zu gewinnen, hatte getrogen.
Gegenüber 98, dem Jahr, als die Quote eingeführt worden war, hatten 2003 mehr als 45.000 Frauen, das war knapp 20% der Mitglieder, der weiblichen Mitglieder, die Partei schon wieder verlassen. Statt kritisch Bilanz zu ziehen, wurde der Weg in die Quotensackgasse verbissen weiter verfolgt. Auf der Basis eines Antrags, ebenfalls eingebracht vom Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen, wurde auf dem Bochumer Parteitag ohne jegliche Debatte gleichsam in einer Nacht- und Nebelaktion, ohne jede Debatte in einer Nacht- und Nebelaktion. Das ist so die Art. Das liest man immer wieder. Schon crazy, ne? Die zeitliche Begrenzung aufgehoben. Die Quotenregelung wurde mit der für Statutenänderungen notwendigen Zweidrittelmehrheit auf Dauer gestellt. Die Frauenquote war zuvor als Geschlechterquote aufgehübscht worden. Der Privilegierungscharakter einer Quotenregelung damit semantisch bereinigt. Also sprachlich. Verfassungsrechtliche Bedenken spielten in Bochum ohnehin keine Rolle mehr. Die Schröder-SPD des Jahres 2003 hatte andere Sorgen. Seither ist das Thema Quote in der SPD kein Thema mehr. Eine Änderung, selbst eine Diskussion über eine Änderung, ist ein aussichtsloses Unterfangen. Ja, richtig, da ist man. Bei denen ist man eben genau in der Femi-Abteilung. Warum soll ich da mitmachen? Ne? Diskutiert wird nur darüber, wie noch weiter darauf gesattelt werden kann. Fest steht jedenfalls, eine Statutenänderung kann ohne die Zustimmung der Genossinnen nicht mehr beschlossen werden. Somit befinden die Privilegierten selber über ihre eigenen Privilegien eine ungewöhnliche und höchst komfortable Lage für die Damen. Heute ist eine Diskussion über die Sinnhaftigkeit oder gar die Rechtmäßigkeit einer Frauenquote in der SPD nicht mehr möglich. Die Absicht, sie dennoch zu führen, kommt einem Tabubruch gleich. Der Karrierekiller schlechthin. Jupp. Die Genossinnen und Genossen bestreiten zwischenzeitlich rundheraus, dass mit der in ihrem Parteistatut verankerten Quotenregelung Artikel 3 Grundgesetz, nach dem niemand wegen seines Geschlechts benachteiligt bevorzugt werden darf, verletzt werde. Sie bestreiten zudem, dass es so etwas wie eine Frauenquote in der SPD überhaupt gibt. Viele übersprechen sich von einer Geschlechterquote, bei der die Rechte von Frauen und Männern gleichermaßen gewahrt bleiben. Ja, ist klar. Das ist eben die Lügerei der SPD, ne? Also nicht nur, dass sie sich damit selber eine in der Tasche lügen, auch parteiintern, ja? Die Männer belügen sozusagen, oder die Männer sich dann auch selbst belügen, die Parteimitglieder sich selbst belügen, sondern sie lügen eben auch nach außen und das funktioniert dann nicht mehr, ja? Bei einem Frauenanteil von zurzeit 31% erweist sich die Geschlechterquote mit der zwischenzeitlich 50% aller Spitzenpositionen in der Partei und bei Aufstellung der Listen für Wahlen an Frauenfallen als ziemlich durchsichtiger Trick, der die wahren Sachverhalte vernebeln soll. Natürlich hat die SPD eine weibliche Mitgliederbevorzugung und männliche Mitglieder benachteiligende Quotenregelung, die jetzt seit 25 Jahren die innerparteiliche Ordnung beherrscht und alle Versuche, mehr innerparteiliche Demokratie zu praktizieren, zum Scheitern bringt. Wenn man die Diskussion vor 25 Jahren ehrlicher etc. etc. Ja, man kommt da eben nicht mehr ran, die SPD ändert das nicht mehr, weil die eben von den Frauen da sozusagen entsprechend beherrscht werden. Die hören aber nicht auf. Hier war zum Beispiel im Handelsblatt, das ist ein bisschen aktueller jetzt auch vom Wochenende, dass die SPD noch weiblicher werden will und so auch Wählerinnen gewinnen will. Das klappt auch schon seit 1988 nicht. Sie merken es nicht. Und das gebietet der Mitglieder- und Wählerschwund angeblich. Doch das Ansinnen gelingt bisher nicht. Ja, wie ich sage, nun soll die Doppelspitze wieder auf die Tagesordnung. Die Frau Ferner haben wir auch schon ein paar im Video gehabt hier, ne? Die Vorsitzende der ASF setzt sich für eine weiblichere SPD ein. Wahnsinn. So einfach wollen sich die SPD-Frauen nicht geschlagen geben. Gerade erst wurde der Antrag für eine paritätisch besetzte Doppelspitze auf dem Parteitag abgeschmettert. Doch schon legt die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratische Frauen nach. Wir müssen auch als Partei das leben, was wir von der Wirtschaft fordern. Nämlich mehr Frauen in Führungspositionen. Ja, ihr fordert eben Schwachsinn, ne? Deswegen wollt ihr das auch selber nicht leben, in Wirklichkeit. Sagte Elke Ferner dem Handelsblatt. Auf dem Parteitag sei die Chance vertan worden, ein entsprechendes Signal in der SPD zu setzen. Ja, ist klar. Für die Ermöglichung der Doppelspitze in der SPD werden wir SPD-Frauen uns daher weiter einsetzen, kündigte Ferner an. Tatsächlich zeigen die Zahlen des aktuellen SPD-Gleichstellungsberichts, die Mitgliedszahlen sind weiter rückläufig und der Frauenanteil liegt bei nur knapp 32%. Bundesweit gibt es nur noch 146.441 Sozialdemokratinnen, auch die vor 27 Jahren beschlossene Mindestquote von 40% Frauen für Funktionen, Mandate und Gremien wird noch immer nicht überall erreicht. Ja, weil nicht genug da sind. Zugleich gelingt es in der SPD immer seltener, weibliche Wähler überhaupt anzusprechen. So machten Frauen bei der letzten Bundestagswahl mehrheitlich bei der CDU ihr Kreuzchen. Viele in der SPD sehen das als die zwei Seiten der gleichen Medaille. Wir wollen den Anteil weiblicher Mitglieder erhöhen und wieder mehr Frauen überzeugen, die SPD zu wählen. Ja, aber doch nicht, indem man denen in den Arsch kriecht. Also, Arschkriecher sind Arschkriecher, denen wählt man nicht. Zu seinem Chef. Was aber SPD-Chef Gabriel irgendwann gemeinsam mit einer Frau die Geschäfte der Parteien führen könnte, das glaubt an den Genossen kaum jemand. Es scheint zu unwahrscheinlich, heißt es hier noch, dass er bereit wäre, seine Macht zu teilen. Ja, das macht er nicht. Ne? Das machen Frauen aber auch nicht, wie man hier sieht. Spitzenmäßig, ja, hier sind doch ein paar Arschlöcher, ehrlich. So, jetzt ist beim Handelsblatt hier von 31,8% Frauenanteil in der SPD die Rede. Und hier wird uns gezeigt, eine ganz komische Grafik. Hier heißt es insgesamt 313.000, davon Frauen 146.000. Das ist ja schon mal deutlich mehr als 30%, würde ich mal so über den Daumen sagen. Und auch dieses Bild hier passt irgendwie nicht dazu.
Ja, das ist rote sind die Frauen, das sind doch hier zwei Drittel, aber der Grafik nach, ja, das bisschen hier sollen jetzt die andere Hälfte sein. Das ist also irgendwie, ja, ich habe das nachgerechnet, das sind irgendwie so, wie es da steht, wäre der Frauenanteil bei 46%. Aber es ist natürlich Schwachsinn, der ist bei 32%. Und die Zahl 313.000 ist die der männlichen Mitglieder und nicht die Gesamtzahl, ne? So wird es wohl sein. Die SPD werde als Männerpartei wahrgenommen, heißt es. Bekennt die Parteischulin Willy Brandt selbstkritisch. Das hängt auch mit gefühlt fehlender Repräsentanz von Frauen innerhalb der SPD zusammen. Ist das, nee, sehe ich überhaupt nicht so. Die SPD ist die Partei mit den meisten Frauen, mit den Grünen und den Linken. Ja, bei der CDU lässt das mal noch ein bisschen nach, weil sonst ist das total vollgestopft mit Frauen. Aber entsprechend ihre Quoten, ja. Sonst sind dann eben entsprechend auch da. Wie oft die dann zu sehen sind oder wie oft die repräsentieren oder die Repräsentanz da vorliegt, das kann man ja daran ablesen, wie hoch die Quoten sind, wa? Mindestens mal. Obwohl natürlich auch manche Menschen eben lieber mal ein Stückchen mehr zu Hause sind. Oder so, ja? Traditionelle Strukturen scheinen offenbar immer noch dafür zu sorgen, dass Frauen in unserer Partei ihre Stärken zu wenig ausspielen können oder deutlich sichtbar sind. Ja, genau. Vor allen Dingen sind das traditionelle Strukturen. Die Strukturen, die denen die Prozente zuschustern, oder was sind das? Die Strukturen, ja, die dafür sorgen, dass die Frauen immer noch nicht ihre Stärken ausspielen können. Ihr habt vielleicht an einem Brett, ey, Parteischule, ja. So, und bietet darum das Programm Frauen an die Macht an. Ja, fucking hell, ey. Die brauchen nichts machen und kriegen alles in den Arsch gesteckt. Und dann auch noch das, ja, praktisch das Sagen über uns. Was soll die Kacke? SPD dümpelt bei 23%. Ja, und das ist viel zu viel. Mit so einem Scheiß hier, ja, da werden sie deutlich weniger kriegen nächstes Mal. Da bin ich zu mir sicher. Ihr Programm Frauen an die Macht richtet sich jedenfalls an Funktionärinnen. Funktionärinnen, denen es schon ganz gut geht, ne? Die mit Kursen unterstützt werden sollen. Stärkenanalyse, Umgang mit Macht, Argumentationstechniken, Führungsmodelle stehen auf dem Stundenplan. Wahnsinnig. Eine männlich dominierte Partei, das war gestern. Ja, und die können dann aber nichts mehr. Die können nur noch so eine Rotze hier. Argumentationstechniken, ja, spitze. Wir durchschauen das aber. Pass mal auf. Gerade gestartetes Zählungsmethodenprogramm Frauen in Führung, weil der erfolgreiche Amtsinhaberin Nachwuchstalente anleiten sollen. Ja, die Männer schaffen das alles alleine. Die zeigen euch auch noch, wo ihr am hängt, ey. Neben der Möglichkeit, sich Führungsverantwortung teilen zu können, fordert ASF-Vorsitzende ferner das Aufbrechen der immer noch vorherrschenden Sitzungs- und Präsenzkultur. Das heißt, man möchte mit Beruf und Familie vereinbar sein und tatsächlich hat die Jungs beim Parteitag eine Satzungsänderung beschlossen werden sollen, mit der für die Parteiarbeit Folgendes festgeschrieben worden wäre. Termine und Sitzungen zu familienfreundlichen Zeiten und mit verbindlichem Beginn und Ende sowie begleitende Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Ja, hey, in der SPD, da ist man doch, da ist alles schön, ne? Das kann man wohl kaum machen, ne? Also, die Zeiten müssen da irgendwie auch so sein, dass auch Leute, die arbeiten gehen, da teilnehmen können, ne? Aus Zeitgründen war dieses Thema jedoch an den nächsten Parteikonvent verwiesen worden. Bleiben die Wählerinnen. Wie kann nun die SPD, die in den Umfragen derzeit bei 23% dümpelt, ihr Profil als Partei für Frauen schärfen? Warum will sie das überhaupt? Die Frauen haben die Grünen, ja? Und den Grünen werdet ihr kaum den Rang ablaufen in Arschkriecherei den Frauen gegenüber. Das schafft die SPD wohl nicht, ja? Und auch bei den Linken wird das schwierig, denen den Rang abzulaufen, ja? In der Beziehung. Dann kommt noch hinzu, ja, dass sie sich auf diese Art die ganzen Männer ja vergraulen und das sie jetzt seit 30, 35 Jahren oder was. Ich will da nichts mehr machen. Ich wollte auch bei den Linken nichts mehr machen, weil die so ungerecht sind intern. Ja? Da bist du mit 30 Leuten, 20 sind Männer, schlimmer noch, 25 sind Männer, bist mit 30 Leuten da, 25 sind Männer und vier Frauen kriegen Post. Da hab ich keinen Bock drauf, sowas, ne? Erinnert an Bereich, das er bereits erreicht ist wie das Frauenwahlrecht vor 100 Jahren, ey. Mann, auch in dieser Legislatur haben die Partei viel für die Frauen erreicht. Ferner aber zwei Verweise auf das Elterngeld plus die Quote in Führungspositionen in der Wirtschaft und eine finanzielle Besserstellung für Alleinerziehende. Alles schon erreicht, noch nie was für Männer erreicht, aber immer behaupten, da würde auch was auch für Männer sein. Nur dazu habt ihr auch erreicht, dass die Pille danach auch auf Rezept gibt, ne? Nicht zu vergessen, das ist bestimmt auch, war bestimmt auch eine Fete wert für die Ferner, aber das lässt sich hier mal weg, das kommt bei der Öffentlichkeit nicht ganz so gut an, ne? Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit und ein Rückkehrrecht aus Teilzeit zu früherer Arbeitszeit werden noch Folgen, verspricht sie. Ja, die armen Arbeitgeber kann ich nur sagen, ey, tut mir echt leid für die. Ja, es ist ein großer Beschiss, es ist ein großer Selbstbetrug von der SPD. Und es ist der gleiche Selbstbetrug von der SPD, an dem auch die ganzen Feministinnen festhalten und sich, glaube ich, nicht gut behaupten können damit. Das sind eigentlich alles, was ich gelesen habe bisher, war negativ dazu. Die meisten haben darauf geschimpft und speziell diese Art und Weise, sich da mit diversen Medienvertretern so ein Hashtag auszudenken und dann unter ausnahmslos Hashtag innerhalb von einer Stunde oder sowas, ja, Tagesschau, Spiegel, Fokus und tralala alle im Boot zu haben, die alle darüber twittern, wie ausnahmslos die Gesellschaft doch mit sexueller Gewalt oder sexualisierter Gewalt, wie es neuerdings heißt,
vollgestopft ist. Das ist wirklich eine Schweinerei und das ist wirklich eine üble Propaganda. Und die SPD spielt dabei eine führende Rolle. Für mich sind sie vom Tisch. Ja, wenn ich das nächste Mal jemanden sehe, so ein Fuzzi, der vor dem Korb steht und Stimmen sammeln will, dann werde ich sagen, dass das leider nicht klappt bei mir, weil da müsste ich mir den Pimmel abschneiden für oder so. Ja, so, das haben wir alles gehabt. Jetzt haben wir hier nochmal, ja, hier gibt es nochmal eine Kolumne von einem Herrn Fischer, und zwar ist das ein Bundesrichter in Karlsruhe. Und der schreibt ganz intelligente Sachen und auch relativ lesenswert. Der hatte ein paar Punkte zu dem Sexmob gemacht hier in Deutschland, in Köln am Wochenende. Und er hat sich vor allen Dingen auch schon vor einer Weile mal damit auseinandergesetzt, dass mit dieser Schutzlücke ist, die ja jetzt nebenbei mal eben so geschlossen werden soll. Ja, da fällt mir noch ein. Genau, das habe ich auch bei der SPD gelesen. Dass die SPD sich freut, dass die Union jetzt den Widerstand dagegen aufgibt. Ja, sexuelle Selbstbestimmung ist immer ein schönes Wort, aber was gemeint ist natürlich was anderes. Nämlich, dass diese Schutzlückengeschichte hier geschlossen werden soll. Und er führt das sehr lang aus und breit und so weiter. Widerlegt das im Prinzip, dass es da irgendwo eine Lücke geben würde, ja? Nehmen wir es, wie es ist. Aus den vergangenen 15 Jahren hatten die beiden genannten Sachverständigen nach eigenen Angaben 107 Fälle. Das sind keine 10 Fälle im Jahr. Der Vergewaltigung gesammelt, die von der deutschen Justiz nicht angemessen abgeurteilt worden seien. Fälle, in denen Vergewaltiger angeblich freigesprochen, massivste Nötigungen eingestellt wurden. Man habe aufgehört zu zählen. Die wahre Zahl, die Dunkelziffer, sei unbekannt, aber jedenfalls außerordentlich hoch auf Nachfrage eines Abgeordneten alles gesichert. Nehmen wir also eines jener gesicherten Beispiele aus der Publikation Fallanalyse des Bundesverbands Frauen gegen Gewalt e.V. auf, dass die beiden Sachverständigen sich beriefen. Ein Urteil des Landgerichts Essen vom 10. September 2012. Aktenzeichen Blein. Dem vor dem Ausschuss vorgelegten Gutachten ist ausgeführt. In sämtlichen dieser Analyse zugrunde liegenden Fällen haben die Betroffenen ihren entgegenstehenden Willen ausgedrückt und die Täter haben dies wahrgenommen. Es geht hier ausdrücklich nicht um Fallkonstellationen, in denen eine Betroffene zunächst sexuelle Handlungen abgelehnt hat, im Laufe des Geschehens dann aber ihre Einstellung revidiert hat. Zweifelhafte Beispielfälle. Das Urteil des Landgerichts Essen ist im Internet veröffentlicht. Dort ist folgender Sachverhalt festgestellt worden. Der zum Tatzeitpunkt angetrunkene, bekiffte Angeklagte befand sich mit drei jungen Frauen, unter anderem der Anzeigerstatterin, allein in seiner Wohnung. Drei Frauen lagen zunächst gemeinsam auf der Matratze. Der Angeklagte schickte dann zwei Frauen vor die Wohnungstür, dann ging er zur Zeugin T hinüber und legte sich zu ihr auf eine Matratze. Forderte die sexuell nicht unerfahrene Zeugin auf, sich auszuziehen. Sie sagte zunächst, nein, das mache ich nicht. Was dann im Einzelnen geschah, konnte die Kammer nicht genau aufklären. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass die Zeugin ihre zunächst ablehnende Haltung aufgab, sich freiwillig und selbstständig entkleidete. Anschließend legte sie sich rücklings auf die Matratze, hob die Beine hoch, um den Angeklagten ein Eindringen zu ermöglichen. Dass der Angeklagte Kenntnis von dem entgegenstehenden Willen der Zeugin hatte, ließ sich nicht feststellen. Zur Beweiswürdigung hat das Landgericht ausgeführt, zwar hat die Zeugin glaubhaft geschildert, den Geschlechtsverkehr nicht gewollt zu haben. Sie hat aber keine Äußerung dazu gemacht, wie sie diesen entgegenstehenden Willen gegenüber dem Angeklagten kundgemacht hat. Und genau das ist hier ja behauptet worden, ne? Dass es sich in der Analyse zugrunde liegenden Fällen, die um Betroffene handelte, die ihren entgegenstehenden Willen ausgedrückt und die Täter denen es wahrgenommen hätten. Das ist genau eben nicht der Fall, ne? Dem Angeklagten kundgemacht hat. Entgegen den Angaben, die Zeugin zunächst gemacht hat, die Zeugin hat ausgesagt, dass sie nicht ausschließen könne, dass sie sich selbst entkleidet und ihren Widerstand aufgegeben habe. Auch auf mehrfache Nachfrage blieb sie bei dieser Aussage, dass der Angeklagte ihre Beine auseinandergedrückt habe. Hat die Zeugin jedenfalls nicht bekundet. Sie hat ausgesagt, dass sie die Beine in Luft gehoben habe, um den Angeklagten ein Eindringen zu ermöglichen. Das Landgericht hat den Angeklagten freigesprochen, weil der Tatbestand einer sexuellen Nötigung nicht bewiesen sei. Zum einen sei nicht erwiesen, dass die Zeugin zum Zeitpunkt des Geschlechtsverkehrs überhaupt noch einen entgegenstehenden Willen gehabt habe. Zum zweiten sei nicht erwiesen, dass der Angeklagte dies angenommen, also einen Tatvorsatz gehabt habe. Es handelt sich hier nach den Beurteilungsmöglichkeiten, die man als sachkundiger Leser hat, um eine zutreffende Entscheidung. Schon die Grundvoraussetzung einer Nötigung. Nämlich der entgegengestehende Wille ließ sich nicht feststellen. Die Behauptung der Fallanalyse ist offensichtlich falsch, ja, wie ich sage. Ein anderer Fall, ein Volleyballtrainer bedrängt eine Spielerin in der Umkleidekabine und berührt sie an der Brust. Sie sagt, dass sie dies nicht wollte. Er antwortet dann, dürfe sie an bevorstehenden Turnieren, die ihr sehr wichtig sind, nicht teilnehmen. Sie lässt daraufhin seine Grabschereien über sich entgehen. Dieser Sachverhalt erfüllt, soweit ich gesehen, im Tatbestand einer Nötigung. In einem besonders schweren Fall. Und ist mit freier Strafe bis zu 5 Jahren bedroht. Das Gutachten führt den Fall als Beispiel für eine Strafbarkeitslücke an. Eine solche besteht nicht. Wie und von wem der Fall entschieden wurde, erfährt der Leser nicht. Hätte ein Gericht oder eine Staatsanwaltschaft den Sachverhalt als nicht strafbar angesehen, so wäre das eine offensichtliche Fehlentscheidung, nicht aber eine Lücke im Gesetz. Okay. Das schwierigste und entscheidende Problem ist, dass die immer guten Vertreter eines konsequent opferorientierten Strafrechts nicht verstehen wollen und die vertretenen Vertreter eines überkommenen, männlich definierten Sexualstrafrechts nicht verstehen können, ist dies. Wir können mit dem Strafrecht alles regeln. Wir können die Freiheitsspielräume der Menschen so eng machen, so klein machen, dass sie wie die Ratten in der Falle quietschen.
Wir können den Feminismus verordnen oder den Ganzkörperschleier. Oder wir können jede Andeutung der Freiheit in irgendwelchen Tatbeständen begraben. Es geht aber nicht um Schutz, sondern auch um Freiheit und um Selbstverantwortung. Es ist stets zu bedenken, je mehr der Staat das Strafrecht behauptet, er müsse um der Opfer willen einen Missbrauch verhindern, desto mehr verschiebt er die Grenze der Freiheit auch gegen die Opfer selbst. Einwilligungen von psychisch Kranken in sexuelle Handlungen mögen vielleicht im Einzelfall unvernünftig, skurril und unverständlich erscheinen. Aber wann und warum haben wir das Recht, sie für unwirksam zu erklären? Dürfen Schwachsinnige etwa keinen schwachsinnigen Sex haben? Wer bestimmt die Regeln und was sind die Maßstäbe? Darüber wird seit langem engagiert nachgedacht. Eine Glückslösung zwischen Individualschutz und öffentlichem Interesse ist noch nicht gefunden. Es gibt, liebe Leserinnen und Leser, nach der Erkenntnis der Bundeskanzlerin Fragen, die über Köln hinausgehen. Gibt es gemeinsame Verbindungen? Gibt es in Teilen von Gruppen sowas wie Frauenverachtung? Denn wir müssen dem mit aller Entschiedenheit entgegentreten. Ja, das ist gut, gefragt und tief geschürft. Gibt es in Teilen von Gruppen sowas wie Frauenverachtung? Wir fragen zurück, was sind Teile von Gruppen? Sind es einzelne Menschen? Ja, typisch Merkel irgendwie, sowas hingesumst, ne? Gibt es Frauenverachtung in Menschen? Oder sind es Teilgruppen? Hat man jemals davon gehört, dass es in Teilgruppen von Gruppen oder Gruppen von Teilen oder Teilgruppen von Teilgruppen sowas wie Frauenverachtung, Männerverachtung, Araberverachtung, Schwulenverachtung, Türkenverachtung, Kopftuchmädchenverachtung oder sonstige Verachtung gegeben habe? Schwierige Frage. Gut, dass die einmal ausgesprochen wurde. Sowas wird ja sonst meist verschwiegen und ist ein Tabu. Also gut geschrieben, ne? Die Menge war tausendköpfig, meldete in der ersten Freude des Superlativs unsere, wie stets kurz nach der Tat zum Ort des Verbrechens geeilte Gewerkschaft der Polizei. Nach Ausnüchterung und bei normaligen Nachzählen ergab sich ca. 400 Köpfe. Es ist nun, liebe Christen und Muslime, leider nicht ausgeschlossen, dass sich in dieser Menge zwei Jesuiten auf der Durchreise von Oslo nach Rom befanden. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass sich unter den organisierten Taschendieben eine Frau, 4 Iren und 12 Russen befunden haben, die sich, wie überall übergebenen britischen Domstadtbesucher, lassen wir hier beiseite, um nicht unnötige Ressentiments zu schüren. Warum sollte das alles ausgeschlossen sein, da wir ja nicht wissen, was die Tat dieser organisierten Bande und was die Täter waren? 21 Verdächtige sind identifiziert, meldete der Deutschlandfunk am 8. Januar. Allerdings befinden sich noch nicht alle in Gewahrsam. Ja gut, sagt der noch nicht vollständig benebelte Kriminologe. Wenn alle Tatverdächtigen in Deutschland in Gewahrsam, meint wahrscheinlich Untersuchungshaft, zu nehmen wären, müssten wir die Anzahl der Gefängnisse etwa verzehnfachen. Dann gründet Pegida eine Bürgerbewegung gegen Justizvollzugsanstalten und für die Einführung der vorläufigen Todesstrafe. Noch einmal zurück zum Ausgangspunkt. Es soll nicht verharmlost werden, was geschehen ist oder sein soll. Gewalterfahrung, Hilflosigkeit ausgeliefert sein, ist eine menschenunwürdige, verstörende Erfahrung, gegen die nicht nur unser zivilisatorischer Anspruch, sondern auch unser Strafgesetzbuch gewisse Vorkehrungen getroffen haben. Das gilt auch für sexuelle Gewalt. Daher, sehr geehrte Rechtspolitiker, weise ich vorsorglich, aber vermutlich vergeblich darauf hin, dass seit etwa 140 Jahren die gemeinschaftliche Körperverletzung mit Freiheitsstrafe bis 10 Jahre, sexuelle Nötigung mit Freiheitsstrafe bis 15 Jahre, Raub mit Freiheitsstrafe bis 15 Jahre bedroht sind. Es wäre daher nicht nützlich, wenn Sie sich nun einen Tatbestand der organisierten Belästigung durch unorganisierte Gruppen von Teilen ausdenken. Wir haben das schon. Sie, lieber Abgeordneter, haben all dem schon in den letzten 15 Jahren dreimal zugestimmt. Überlegen wir vielmehr, was wir aus den Erfahrungen mit Sexpops und Horden, schwer Alkohol, Testosteron, berauschter Jungmänner lernen können. Nehmen wir ein besonders abstoßendes Beispiel. Eine kurze Weg zur Toilette ist der reinste Spießrutenlauf. 3 Umarmungen von wildfremden, besoffenen Männern, 2 Klapser auf den Hintern, ein hochgehobener Dirndlrock und ein absichtliches Dekolleté geschützter Bierschwall sind die Bilanz von 30 Metern. Es ist Samstag 11 Uhr morgens im Hofbräuzelt. Der Wiesentag hat gerade angefangen, das schrieb die Süddeutsche am 29. September 2011. Und gefährlich ist auch der Rasen unter der Bavaria. Gerade Frauen sind wehrlose Opfer. Ja, so war das. Wir wissen das noch wie heute. Die vielen Sondersendungen. Der Rücktritt des Polizeipräsidenten, die aktuelle Stunde im Bundestag, Merkels Videobotschaft an die deutschen Frauen. Und das knallharte Durchgreifen des Rechtsstaats. Beispielhaft 12 Wiesentipps für Frauen, 2014. Wenn Ihnen etwas Unangenehmes passiert, sollten Sie das Security Point aussuchen. Niemand sollte das Oktoberfest alleine oder mit einem Unbekannten verlassen. Jo, da hat sich die deutsche Leitkultur allerhand einfallen lassen, um dem Sexmob das Handwerk zu legen. Wahnsinn. Deshalb stieg in den vergangenen 10 Jahren die Zahl der sexuellen Nötigungen auch kaum einmal über 150 Profis im Wochenende. Erinnern Sie sich, liebe Leserinnen, wie die Frau Kanzlerin Ihnen montags immer zurief, es ist gut, dass es auch heute wieder sehr, sehr viele Anzeigen gibt? Und immer wieder hob anzusprechen, der Herr Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz. Die abscheulichen Angriffe auf Frauen werden wir nicht hinnehmen. Alle Täter müssen konsequent zur Rechenschaft gezogen werden. Sorry, Irrtum, das sagte er am 5. Januar 16. Aber es kann nicht schaden, so etwas auch mal vor einem Ereignis zu sagen, dass seit vielen Jahrzehnten wiederkehrend eine abstoßende Welle von sexualisierter Gewalt, Belästigung, Körperverletzung und Eigentumskriminalität über unser Land schwappen lässt. Losgetreten von Kartellen zur Herstellung von Rauschmitteln, sogenannter Brauereien und unter Leitung ehrenwerter Gesellschaften, sogenannter Narren, in denen Horden männlicher Alkoholiker jenseits der 60 das Sagen haben, die zur Anheizung ihrer sexuellen Fantasien 16-jährige halbnackte Mädchen stundenlang Tänze aufführen lassen, welche ihren Höhepunkt in dumpf-rhythmischen Hochreißen eines Beins unter Entblößung von Schamregion und Gesäß finden.
Die organisierte Frauenerniedriger nennen diese abstoßende Rituale Prunksitzung. Sie tragen super lustige rote Hüte und besprechen, bevor das Makomasi übermannt, bei dieser Gelegenheit gleich noch die Auftragsvergabe für die U-Bahn. Unten sitzen die Bürgermeisterinnen und Familienministerinnen und schreien Alaaf. Ja. Aber es geht auch anders. Wir, so formuliert es die Oberbürgermeisterin von Köln, werden uns den Karneval in Köln durch solche Übergriffe nicht verderben lassen. Recht hat sie. Wer einmal im Sommer, samstags nachts um drei, mit zwei Freundinnen durch die Düsseldorfer Altstadt schlenderte, der weiß, was ein Mob sexualisierter Jungmänner ist. Das hat mit Karneval, wie der Kölner weiß, nur wirklich nichts zu tun. Zum Beweis hier ein Bericht der örtlichen Presse über einen sicheren und friedlichen Freudentag im Zülpicher Viertel, Köln 2014. Die Beamten haben insgesamt 43, im Vorjahr, immer in Klammern 88, Platzverweise erteilt und 47, im Vorjahr 39 Personen in Gewahrsam genommen. Die Polizisten leiteten 55 Strafverfahren, unter anderem wegen Körperverletzungsdelikten, Sachbeschädigung, Taschendiebstahl, Raub, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Ein 18 Straftäter wurden festgenommen, nun gut, später entwickelte sich die Sache. Zuvor durch der Stunde und mit steigendem Alkoholpegel stieg die Zahl der Straftaten wie Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung an, aber insgesamt eine rundum schöne Bilanz. Die Polizei sorgte durch konsequentes Einschreiten, sichtbare Präsenz für Sicherheit, bilanzierte Einsatzwärter Polizeirat H. Man kann also, verehrte Araber, auch anders. 45 Strafverfahren, 18 Festnahmen, ein paar Dutzend Raube und ein paar hundert Körperverletzungen an einem fröhlichen Karnevalstag in einem einzigen Kölner Stadtviertel. Das muss man sich nicht kaputt machen lassen von Ereignissen, die der Vizepräsident der Gewerkschaft der Polizei in NRW nur mehr als unfassbar bezeichnen mochte. Und der Innenminister des Landes sprach aus, was wir nach seiner Ansicht fühlen. Wir nehmen es nicht hin, dass sich nordafrikanische Männergruppen organisieren, um wehrlose Frauen mit dreisten sexuellen Attacken zu erniedrigen. Donnerwetter. Ja, Straftaten passieren. Ja, sonst kann man weiterlesen. Echt klasse geschrieben. Und ja, er hat ja einen guten Punkt auch in dem Moment gemacht. Ich bleib dabei, wer sich nicht mal ernsthaft solchen Dingen widmet, und die SPD tut das offensichtlich nicht, sondern sie agiert immer nur so, dass sie, wie sie meint, dass die Öffentlichkeit das gut findet. Und das hat sie wirklich mit den Femitrosen da gemeinsam. Und deswegen lösen die sich auch demnächst beide in Luft auf. Könnt ihr gerne eure Meinung zu dem Thema sagen? Ich weiß nicht, ich musste das irgendwie mal loswerden. Vielen Dank fürs Zuhören an alle, die es getan haben. Bis dahin, danke, tschüss.